Hallo und willkommen zum Logbuch Bretterwisser. Heute ist Montag, der 20. Januar. Ich hoffe, die Magie ist euch jetzt nicht ganz verflogen, nachdem ich ja aufgeklärt habe, wie ich das jetzt mache mit dem Intro. Aber wahrscheinlich hat es auch nur den Nico gestört. Wahrscheinlich wollte es auch nur der Nico wissen, aber wie gesagt, Magic ist jetzt is now gone. Vielleicht muss ich mir nochmal einen anderen Magic-Trick einfallen lassen. Oder ich mache einfach weiter, so wie bisher. Wir hatten gestern haben noch ein bisschen gespielt gestern Abend. Und da habe ich ein Spiel auf den Tisch gebracht, was ich unbedingt mal spielen wollte, nachdem ich jetzt ja mit dem Roleplayer in dieses Universum eingestiegen bin. Aber das Spiel habe ich tatsächlich noch länger. Das habe ich mir irgendwie mal vor Weihnachten in der allseits beliebten Spieleburg gekauft. Der Kartograf, Der Kartograf, ein Spiel im Roleplayer-Universum. Warum das in diesem Roleplayer-Universum drin ist, interessiert nicht die Bohne. Man sieht auch. Vielleicht wird da irgendwie gerade so ein bisschen so eine Marke geschaffen. Gibt es ja das Roleplayer, der Kartograf, das ist so Lockup, ist jetzt, glaube ich, gerade auch irgendwie unterwegs. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Worker-Placement-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das noch auf Deutsch rauskommt, aber warum nicht? Man kann das ja irgendwie alles so ein bisschen verpacken. Die Nähe ist jetzt irgendwie nicht groß da zu dem Roleplayer. Also man baut jetzt hier nicht irgendwie Charaktere irgendwie zusammen, sondern es geht nämlich darum, jeder Spieler, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, jeder Spieler bekommt einen großen Plan, ist auch ein schön dick, ist auch tatsächlich dickes Papier, also finde ich richtig cool, was sogar zweiseitig bedruckt ist, also hier gibt es auf der Rückseite auch nochmal, es sind 100 Bögen, ich glaube, die kann man nicht einzeln nachkaufen, aber ich kann euch die mal zeigen, mal gucken, ja, da ist halt ein Raster drauf mit Feldern, das wird halt später ausgemalt, in dem nämlich Karten aufgedeckt werden. Es werden Karten aufgedeckt. Diese Karten. So, op, na komm. So, diese Karten bestehen halt aus einer Geländeangabe und halt einer Form. Diese Form muss man dann, ich versuche gerade nochmal eine andere, wildere Form zu nehmen. Genau, fertig. Den Wald so. Genau, da sieht ihr dann halt, da muss man halt einen Wald einzeichnen. Entweder malt man es anhand des linken, das linke Tetris, die linke Tetris-Form, die ja sehr beliebt ist. Jeder hasst diese Treppenform. Oder man nimmt die andere Form, die gibt dann halt noch eine Münze dazu. Also das ist halt, dieses Spiel ist halt ein sogenanntes Flip and Write, Draw and Draw, habe ich jetzt auch gehört. Fand ich auch einen coolen Begriff. Draw and Draw. Also man zeichnet halt auf diese Pläne dann diese Landschaften ein. In diese Tetris-Form. So sieht dann halt so ein Plan aus, wenn er halt fertig gemalt ist. Also da gibt es dann halt, ihr erkennt dort halt die Ländereien, die Weizenfelder, die Gebirge geben halt Geld am Ende. Das sind diese braunen Bereiche oder grauen Bereiche. Und da füllt ihr dahin halt diesen Plan aus. Und der Clou jetzt an dieser ganzen Sache, jetzt kommt nämlich die Nähe zu Isle of Skye. Isle of Skye hat ja diesen Wertungsmechanismus. Es werden immer zwei Sachen gewertet. Und hier ist das jetzt genauso. Man spielt halt über vier Zeitalter. Ich suche jetzt gerade die. Ihr spielt halt über vier Zeitalter und die erste Runde werden halt die Wertungskarten A und B gewertet, dann B und C, dann C und D und dann nochmal D und A. Und das sind halt die Wertungskategorien und dazu werden dann halt immer entsprechende Voraussetzungen erfüllt. Ich weiß gar nicht, ich kann es jetzt gerade nicht lesen. In der Kamera sehe ich es gerade verkehrt rum. Aber ihr seht da, es gibt halt verschiedene Wertungskategorien. Ach, das hatten wir zum Beispiel gestern. Und das hatten wir dann auch dazu. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Da gibt es dann halt Kategorien, nachdem man sich möglichst diesen Plan zusammenbasteln soll. Oder seine Landschaft. Also man muss ein Cluster von irgendwie Siedlungen schaffen. Man muss irgendwie Felder eingekesselt haben. Und so weiter und so weiter. Und dieses Spiel, wir haben es jetzt zweimal gespielt, also das ist jetzt keine große Rezension oder sowas, das ist jetzt so ein Ersteindruck. Aber von diesen ganzen Würfelspielen, Aufdeckspielen, Nähe irgendwie zu, wie hieß das, Welcome to und so, fand ich das jetzt richtig, richtig, richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ihr habt halt immer ein Deck aus 13 Karten, da kommen auch sogar noch ein paar Monster rein. Und aus diesem Deck von 13 Karten werden eine bestimmte Anzahl ausgespielt. Das heißt, man spielt auch nicht alle durch. Die Monster greifen halt die Spieler an, zerstören. Oder wenn so eine Monsterkarte aufgedeckt wird, kann ich ja auch nochmal, habe ich ja alles hier gerade in der Hand, dann gibt man gibt man seinen Plan reihum irgendwie weiter, malt die entsprechende Figur bei dem Gegner ins Tableau ein, ärgert ihn so ein bisschen, die geben Minuspunkte, wenn die nicht umschlossen werden. Das ist richtig, richtig cool. Und das war jetzt auch nicht so viel, zumal halt bei uns in der Partie in den 4 Jahreszeiten ist genau einmal die Monster-Karte rausgekommen. Das fand ich cool, weil man deckt irgendwie immer so, so die Hälfte ungefähr auf. Coole Sache. Es gibt auch noch eine kleine Mini-Erweiterung mit da drin, dass jeder Spieler auch noch Charaktere, eine Fertigkeit bekommt. Das heißt, man kann es noch ein bisschen aufbohren. Auf jeden Fall gerne mehr. Ich weiß nicht, ob da irgendwie vielleicht auch noch eine Erweiterung angekündigt ist. Die Karten lassen irgendwie sowas vermuten. Es gab auch noch eine Promo für das Roleplayer. Die ist bei mir schon in das Roleplayer mit reingewandert. Auf jeden Fall, Kartograf, schaut es euch an. Auch wenn ihr diesen ganzen Roll-and-Ride, Zettel-Aufmal-Dingern irgendwie überdrüssig seid. Nein, das ist ein schönes Puzzlespiel eigentlich, was so in die Richtung von Patchwork irgendwie reingeht. Also Patchwork gekreuzt mit Isle of Skye, könnte man auch sagen. Wir hatten riesig Spaß damit. Schaut es euch an, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr es irgendwo bekommt, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Irgendwie knappe 20 oder sowas, müsste ich jetzt nachgucken. Aber wie gesagt, wir hatten viel Spaß, der Block ist super, das Papier ist super. Die Stifte, da werde ich mir nochmal eine andere Lösung suchen. Also die Stifte fand ich irgendwie, nein, also die sind nicht gut. Da schaue ich mal, dass ich mir irgendwie nochmal ein paar Stifte organisiere. Ich habe auch schon Spieler gesehen, die irgendwie das Spiel mit Buntstiften ausstatten. Das sieht dann natürlich richtig geil aus, wenn diese Bögen halt nicht mehr irgendwie nur ein Bleistift zeichnen sind, sondern wirklich auch alles. Die Wälder sind grün, die Weizenfelder sind gelb. Ich muss, glaube ich, mal wenn wir es das nächste Mal spielen, den Faber-Castell-Kasten meiner Tochter mal mopsen für die Partie und dann werden wir das mal mit Buntstiften spielen. Das sieht dann wahrscheinlich richtig cool aus. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.